Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Bad Let's Play Fate Extella The Umbrella Star. Wir befinden uns jetzt schon in Kapitel Nummer 6. Ich glaube, das sind schon mehr Kapitel, als wir in allen Kampagnen davor hatten. Ich glaube, da waren es immer nur 5 insgesamt. Wir befinden uns nun im Kapitel Invasion Like Fire. Eine Invasion wie das Feuer, wie das stürmische Crimson Red Fire der guten Saber Nero, denke ich jetzt mal. Und wir sehen auch, wer schon unser nächster Antagonist sein wird. Der werte Gavin, der Ritter der strahlenden Sonne, der bei Tag so gut wie unbesiegbar ist. Und mit dem Schwesterschwert zu Excalibur Galantin eine unglaubliche Macht besitzt. Ich werde jetzt wieder sowas bekommen, du kannst ihn nur in schattigen Gebieten angreifen. Beim letzten Mal haben wir mit Altera Saber konfrontiert, Saber Nero wohlgemerkt, und eigentlich wollte Nero nur ein wenig mit uns reden, doch Altera hat gesagt, ich bin diese Störung, ich verrichte alles. Und sie hat sie einfach angegriffen, weil sie blöd ist. Darauf haben wir sie ein bisschen hier angemault, weil wir gesagt haben, erst reden, dann töten. Und wie auch immer hatte sie keine Lust darauf zu reden. Ich bin immer noch kein Fan von ihr, aber was soll man machen? Gilgamesh hat uns seine Predigt mal wieder gehalten. Ach, Gilgamesh, du bist so cool einfach. Und er sagt einfach nur, er ist einfach nur da, um alles zu genießen. Erinnert mich sowas von an Doflamingo aus One Piece, Mann. Bei dieser ganzen Szene von Marine Ford in One Piece, da ist auch Doflamingo gekommen, hat einfach die ganze Zeit, alle haben sich getötet, alle sind gestorben, haben geweint und Doflamingo steht in der Mitte und ist das alles geil, Mann. So, und genauso ist Gilgamesh auch. Der ist hier nur für die gute Action und schaut, was hier so rauskommt. Nun gut, ansonsten, Dark Ellie hat mir ein paar schlechte Gedanken wieder in Altera reingeflüstert, ihr wieder gesagt, du bist nur ein Monster, du bist ein Bösewicht und das wird sich auch nie ändern. Naja, so ganz stimmt es nicht, aber leider stimmt es halt doch zu sehr, dass ich das jetzt komplett verneinen kann. Schauen wir mal, ob wir das nächste Kapitel überleben werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich will ein Happy End haben und das heißt, dass Nero gewinnt. So, okay, wir ruhen uns hier ein bisschen aus. Wir sollten... ja, toll. So, wir müssen unbedingt... Zack, schauen. Wow, 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 wow. Was haben wir denn da alles? Immer mit der Ruhe, liebes Spiel. Immer mit der Ruhe. Danke, Jean-Dark. Sehr nett von dir. Ja, Jean-Dark, ich hab dich auch voll doll lieb. So, increase strength during Mooncracks, increase power of normal attacks. Das hört sich geil an. Bam. 40%iger Boost auf alles, 60%iger Boost auf alles. Hey, jetzt ist unsere Anzeige aber fast komplett voll. Nicht schlecht. Increasing Attack Power. Ich weiß ja nicht, ob das viel besser ist. Egal. Lass mal das erstmal so. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas Gutes? Nochmal Text Make Kill. Ne. Obwohl, doch. Wir ändern jetzt mal. Was haben wir denn hier für Skills? May Lightning Damage. Increase Power of Normal Attacks. Increase... Ja, okay, dann lassen wir das doch lieber so. Dann lassen wir es jetzt einfach so, das wird schon passen. Wir müssen noch einen Codecast unbedingt ändern. Muss ich schlafen oder kämpfen? Okay, ich kann schon immer in die nächste Arena einsehen. Für mich sieht das jetzt nicht so aus, als wären da jetzt Codecasts unterwegs. Das ist schon mal gut. Wir kaufen uns aber, ich würde jetzt sagen, legen einfach trotzdem die hier an. Am besten wäre mit 2 heilen, aber naja. Außer wir können wieder switchen, dann können wir mit Gegner spielen. Gilgamesh, das ist cool. Haben wir neue Kleidung? Nö, aber wir können jetzt mal einfach mal die. Oder, die ist eigentlich nicht schlecht. Doch, die sind neu. Okay, ja, die sind echt. Die sind eigentlich super, die Kleidungen hier. Wenn man sich das mal so überlegt. Aber na, okay, lassen wir das so. Dann bin ich doch zufrieden mit denen, die ich habe. Treasure. Aha, Treasure Up. Tolle Fähigkeit. Brauchen wir nicht. Lass mal so und reden noch ein wenig mit Altera. Sometimes when a terror holds me in the hand, it feels like a really powerful message. So much so that I almost nod off this time. But just when I'm about to, I happen to remember something the Golden King of Heroes said. What did he mean exactly? Mongrel. Mockmongrel. Ja, Mongrel, das ist im Endeffekt so ein beleidigendes Wort. Das heißt Mischling. Ich glaube, das ist für so Hunde. Im Endeffekt ein Wort für so Hundemischling. Und es heißt auf gut Deutsch Bastard einfach. Köter. Es ist halt ein beleidigendes Wort, also ein abwertendes Wort, was man halt immer so sagt, ey du Penner oder so im Deutschen. Mockmongrel. Okay, Mockmongrel weiß ich es auch nicht. Gemobbter Hund. Ich weiß nicht. He apparently calls everyone that, at least without the mock part. But he's really directed that mock at Altera. Why was that? So, desu ne.
簡単な説明だけで済ませてしまっていて、詳細にはお伝えしていませんでした。英霊としての私、石室の外で活動する私について、あれはやはり夢のようなものなのです。 That sounds like what she said about it last time. I'd like to know more. あ、ごめんなさい、つい同じことを言ってしまいますね。私にとっての実感はどうしてもそれなものだから、つい。それでは改めて、ここにいる私は眠りません。あなたたちのようには、地上の生物のようには睡眠を得ません。あるとすれば、そう、自己診断機能を走らせている時などの一時的なスリープモードくらいのもの。正しく睡眠を得ることはないのです。だから夢というのもほんの少しだけ意味合いが変わるのですけど。 I wonder if she was, if she has something more like daydream, things you see in your head while you're still awake.私の夢としてある英霊の私、私にとって私というのはこうありたい自分です。もしくはすぐに覚める夢、私にとって私というのは禁忌すべき自分です。もしくは戻らなければならない現実、別人というのではないのです。基本的には私たちは完全な同一人物。ただプログラムが違うだけ。This is getting a little hard to follow, but I won't bother right now. I just listen to keep focused. 私には私としての記憶はありますが、それはあくまでそういう体験をしたという知識でしかありません。あなた方が眠りから覚めた時、こんな夢を見たと情報処理するのと同じことなのです。 I see. I think I can understand how that might feel. But I seem to remember Hero Terra talking about what she, what goes on with the cavern. ええ、それはもちろん。英霊としての私は石室にいる私の言動を明確に把握しています。でも私は違います。英霊としての私が感じたこと、思ったこと、それらの全てを受け取ることは叶いません。構造的問題ですね。私は受信機能に少し問題があるんです。ゼロではないけど 100% でもない、ままならないといえばそうかもしれません。 そうなのですか？ あ、いえ、私は人間の見る夢というものを情報として知ってはいても体感していません。ですから、あなたにそう言われるとなんだか不思議というか妙な気持ちになりますね。I don't mind, but I wonder why she is asking all of a sudden. ありがとうございます。ではまず質問を行う前にあらかじめ言っておきます。これはあくまで
優勢の先兵としての私の規定的行動です。効率的にセラフを侵食するためのものです。他には意図はありません。ありませんからね。 Sure, Roger that. This is strictly professional research for the purpose of destroying the world. Maybe I shouldn't answer it then. あなたに拒否権はないと思ってください。いいえ、そのように明確に覚悟なさい。では、尋ねます。電脳体に備わったあなたという知性は、せをどのように感じて、いえ、あ、改めて尋ねます。Sure, recalibrate every way. あなたという知性は私たちの前に現れた新たな障害についてどのように感じているのか、あなたにとってのメインサーバント、本来のあなたが共に戦うべき存在について、速やかに返答を、虚偽を述べることは許しません。She's asking how I feel about Saber, right? そうです。セイバーについてあなたは一体どのようにして感じ、どう捉えているのか。返答次第では、私にはある程度まであなたに多大な苦痛をもたらす用意があります。How extraordinary are we talking?Well, I see where she's going with this. I'll go ahead and answer. The main servant I used to be with. Saber ist die Beste, viel besser als du. I know the truth of who Saber is. My former main servant, one of the two servants who fought through the Holy Grail War with me. Someone I should be fighting alongside now, at least according to the rules. So, なのですね。やはりあなたは電脳体が不完全であっても彼女のことをずっと。 Well, at least that's how I've had it explained to me. But be honest, it doesn't feel right. The reason it took me a little while to answer is because I still don't have a very clear impression of her. え、そうなのですか。あ、そうですよね。そう、確かにあなたは記憶も経験も失っているのだから、まっさらなあなたと私は出会ったのだから。いえ、すみません、ありがとうございました。今の質問のことはどうかきれいさっぱり忘れてください。命令ですからね。 Liebe Saber Altera, du kannst es niemals mit Saber Nero aufnehmen, weil Saber Nero einfach die Beste ist. So, nein, wir reden jetzt nicht mehr, das wird nur immer schlimmer. So, wir gehen jetzt in die nächste Schlacht. Okay, easy, übelste Teilnehmer, das ist immer doof. Ja, aber sollten wir alles schaffen. Könnten wir alles schaffen. So, dann starten wir gleich mit der sechsten Aufgabe. Ich sehe keine Sektor-Trap, also schauen wir mal. Level 17, passt, starten wir. Huh? What is this? I thought I was witnessing a nightmare. But this isn't a dream, it's reality. Auf einmal hat sich die ganze Höhle hier verwandelt und sieht jetzt wirklich aus wie, ja, das Zero Dark. So, what happened? What did I miss?
A floor made of inorganic blocks. The textures is different. Ominous. Everything was normal before I fell asleep. When did it change? Did the Terra wish for this? While I was asleep? It seems a little harsh for her. Why would she want this? 怯えながら私を見上げるとはな。こそこそと歩き回って、今になって逃げる算段か。お前に逃げ道はない。ここにいるか、私に握りつぶされるかの道しかな。おとなしくしていろ、マスター。Dann mach halt! Dann mach halt, du blödes Weib! Hey, schadet dir nur selbst, man, hast da keine Regalia mehr!Herr Tone ist so cold, I can almost hear the freeze. Was ist denn auf einmal mit der los? Immer so nett, schüchtern, jetzt auf einmal wird sie böse. Egal, komm, jetzt zeigt sie ihr wahres Ich. I've never seen her like this, not once. She looks the same, but she might as well be a whole different person. Even Hero Altera was never this cold. Not cold enough to freeze me with a single glance the way she just did. 目障りだな。いっそ飲み込んでしまおうか。腹の中に落とせば逃げ出すこともない。 I don't know whether she's saying that on a whim or legitimately threatening me, but either way, her words echo all around me. I know exactly how huge she is, and she could easily devour me any time she wants to. She has a form of a human, but she's not human at all. She's the cold-blooded king of destruction, and now more than ever I can see exactly why. 何を驚く?時折。お前も目にしていたろうに。これが私だ。破壊の代用、優勢の使者。空の彼方からやってきた優勢の一部。お前はよく私のために働いたが、もはや用済みだ。第三のレガリアの破片を入手する道筋はついた。であれば、ちっぽけな人間であるお前の機嫌を取るまでもない。今までのお前との時間、いや今までの私の行動はこれで全て帳消しになる。 No more decor because I've served my purpose? Is she talking about the cavern decoration, her personality or both? But you know, either way, I don't buy it. I think it was her tone when she said excess decorShe sounded too much like her old self before there. That cold glare was surprising, but the terror's Altera. So, I think she's just acting. 演技。では、これが私だ。お前に見せた私は、夢、いや、幻のようなもので。See? I tell her, you're wavering from the pointing that one little thing out.I don't know what happened, but we can think through this together. So tell me, why are you acting like this? もういい。黙りなさい。指輪への収納よりも効率は落ちるが、これでも戦闘用の魔力を確保するには十分だ。Is she planning on letting me out? Fighting against Saber and her army with just the outside Avatar is crazy. Altera is powerful and all, but she's up against a warrior who survived the Moon's Holy Great War. This isn't just about the mana supply. If I'm not there, she won't even get any codecast support. Saber should never be taken lightly, and Altera should know better than I do that she can't win this one by herself. あなたの方こそ、私を甘く見ています。どのような戦いを勝ち抜いたとはいえ、相手はたかがサーバント。星を滅ぼすために使わされたこの私と同一に計らないでほしい。そう、何もかも、力も大きさも何もかもが違うのです。私とあなたのように。そこでおとなしくしていなさい。戦いはすぐに終わります。そう、すぐに。あなたが今でも無意識に頼り認め誇りに感じているあのサーバントを
私の手で粉砕してあげましょう。そうか、本体はそういう方針を取ったのか。私は万全のお前を手に入れると言った。万全とは誠という意味でもあると思う。かりそめの偽りのものではない。他のものがそうであっても私は気にしない。どうあれ壊すものだ。真偽に意味はない。だがお前には万全であってほしい。それが私にできるせめてもの感謝の礼だ。この夢はいつ覚めるのか。緊急通知。私の石室に断続的なハッキング。幽星の星船は魔術師風情には侵されない。であれば歩き目ですか。いい機会を狙ったものだ。私が未明領域を開けたこの状況を狙うとは。よもやセイバーと連携したか。軍師とでも称して取り入りでもしたか。神王、未明領域中枢へハッキングが間もなく完了し、ガウェイン殿を送り込めます。うむ、具体的にはどれほどかかる。あと12分で遂行可能です。お任せください、ムーンセルの神王。中枢が介入を受けている。奴め、こちらの本陣に直接乗り込む気か。ガウェインとやらの侵入を許せばまず本陣は落とされような。阻め。Gilgi, was gibt mir Befehle? Ach, Gilgi, du bist einfach doch der Böseste. So, 12 Minuten um die Regime-Matrix holen. Ja, geil, Mann. Geil, Mann, geil, Mann, geil, Mann, geil, Mann. Lanza Tutulane, Unruled Hunter of Asta. Bestes Territorium schon mal zum Anfang gewählt, so mag ich das. Same Regalia, Ruler of the Crimson Guard, Neo Claudius. Alter, jetzt verarschst du mich langsam, Mann. Ohne Codecast, ohne jegliche Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lauf weg. Servus. Nee, 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 das wird mir zu viel. Gilgi, denk dir mal was aus, Mann. Lead Saber to the Sector Ships, okay? Kann man machen? Kann man machen? Kann man gut machen. Okay, Saber, bist du da? So, zack! Okay, also wir müssen gleichzeitig die Sektoren erobern, gleichzeitig müssen wir sie in Sektor-Traps locken und gleichzeitig haben wir 12 Minuten Zeit. Ich sehe schon, da wird es ein paar Game-Overs geben. Definitiv. Und das hat sie gar nicht gestört. Ja, eine Enemy-Invasion. Und was soll ich jetzt dagegen machen? Fliegen, hüpfen. So. Okay. Den Sektor ganz schnell erobern. Sehr geil, Mann. Ist es hart unfair, Mann.
Und ich habe nicht Gilgamesh. Und ich habe nicht Gilgamesh. Und ich habe nicht Gilgamesh! Hätte ich ihn, dann würde das doch alles viel besser aussehen. Aber ohne ihn, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Mann. Zack. Oh, das war geil, der Hieb. Habe ich gerade alle mit einem Schlag? Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich kann da, du hältst die Stellung, das freut mich. So, ich hätte ein bisschen Punkte einsammeln müssen. Aber egal. So, und jetzt ganz schnell dahinter. Was habe ich hier? Oh, das bist du, Iskander. Ich dachte, du wärst dein Feind. Ich weiß nicht mehr, was Freund und Feind ist. Ich muss sie am besten zu Iskander locken, weil das ist der Einzige, der sie so ein bisschen immer aufhalten könnte. Alter, wo bin ich denn, Mann? Gibt's hier kein... Da, genau. Land, 1000 Gegner. Ich habe nicht mal meinen Mooncrux. Ich kann nicht mal meine Special Moves einsetzen. Ich werde von diesem Drecksding malträtiert. Geiler Fight. Geiler Fight, Mann. So, ganz schnell mal die Plant ausschalten. Dann sieht schon um einiges rosiger aus. Obwohl, ich weiß nicht, was rosig ist, die sein soll. Maxi ist jetzt in der eingesperrt. Hat keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Finde ich geil. Finde ich super. Finde ich großartig. Und jetzt ist noch, steht noch der Große, oder? Genau, dachte ich mir. Bento Box. Alter. So. Ich habe das Gefühl, die Gegner sind aber nicht ganz so stark wie sonst. Irgendwie kriegen wir die so schnell down aktuell. Vielleicht ist Altera jetzt einfach im Rage-Modi. So, ich versuche mein Bestes, Gilgi. Nur für dich, mein Friend. So, okay, wir müssen unbedingt jetzt alle Sektoren erobert haben, bevor Saber mit dem einen Sektor fertig ist. Und damit hat sich der Show erledigt. Ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. So. Oder wir schaffen es jetzt einfach mit diesen... Super-Attacke, einfach alle zu besiegen. So, auf Mars! Ohne Regalia und nur 8 Minuten. Und Tutulane. Und gleich wird Saber wiederkommen. Und gleich wird Saber wiederkommen, Mann. Und Tutulane steht auch noch da. Ja, okay, das war schon wieder. Alter, komm, langweil mich nicht, Mann. Lass mich halt fliehen. So, Iskander? Gavin. 8 Minutes, 8 Minutes. Iskander, Iskander, Iskander. Cover sie. Ja, genau. So, Sektor J. Komm her. Komm her. Du willst es. Ich weiß, dass du es bist. So, okay, jetzt kommt sie. Iskander, du bist bereit, Mann. Alter, du bist eine Festung, du bist ein Tier. Schaust du es gegen sie aus, Mann? Ich bezweifle es. Eins aber sicher, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal schauen wir dann, ob Iskander sie aufhalten kann. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.